hinein ins Camp Nou. Der FC Barcelona empfängt Seo Osasuna im Zuge der 28. Runde der Primera Division. Atemberaubende Atmosphäre, wie so oft im größten Stadion Europas. Und Barcelona legt sofort los mit viel Druck. Messi, zweite Minute, bedient Ibrahimovic, der zieht zur Mitte, versucht es mit dem Schlenzer auf die lange Ecke. Gute Tat von Ricardo Lopez. Dann nochmals Ibrahimovic per Kopf zur Stelle. Das Ganze wesentlich ungefährlich, aber ein guter Auftakt für die Mannschaft von Josep Guardiola. Aber auch Osasuna mit einem guten Start. Die haben von Beginn an sofort hineingefunden in dieses Spiel. Probleme hier in der Defensive. Barças, dann dieser geschickte Pass auf Modric und Victor Valdes mit einer guten Parade. Guter Reflex des Barça-Schlussmannes hier in dieser Situation. Kein Abseits, gut zu sehen. Alle drei Defensivleute der Katalanen heben das Abseits auf und der Ungar scheitert am starken Valdes. Also, guter Beginn hier auf beiden Seiten schon. Wirklich tolle Möglichkeiten und so auch in der nächsten Szene. Gleich dieser Eckball, kurz darauf Kavad Nekonam per Kopf zur Stelle. Der iranische Teamspieler auch heute wieder ein ganz wichtiger Spieler bei Osasuna. Ari, gutes Zuspiel zur Mitte und Ibrahimovic verfehlt im letzten Moment den Ball. 12. Minute das Ganze. Barça zu Beginn bemüht, aber offensiv läuft nicht richtig viel zusammen. Das ist schon einer der Höhepunkte in dieser ersten Spielhälfte. Messi mit diesem Freistoßball abgefehlt, stückisch für den Torhüter, für Ricardo Lopez. Die darauffolgende Ecke, Unsicherheiten, Nori mit dem Eber und Ricardo Lopez einmal mehr zur Stelle. Barça mit der wohl stärksten Phase im Laufe dieser ersten Hälfte. Aber wie gesagt, sie tun sich schwer. Osasuna macht die Räume eng, steht kompakt und die Mannschaft von Josep Guardiola findet kein richtiges Mittel. Auch hier Ibrahimovic im letzten Moment. Kann Josecho hier klären gegen den Schweden, der relativ blass bleibt in diesen ersten 45 Minuten. Die 35. Minute, Alves, Flanke, Ibrahimovic. Ball wieder, nur geblockt, sie sehen es. So richtig große Chancen kann sich der Titelverteidiger der spanischen Meisterschaft nicht herausspielen. Zweite Hälfte, Pedro. Feines Zuspiel auf Messi. Und der verfehlt nur hauchdünn, das wäre vermutlich das 1:0 gewesen. Wäre der 44-fache argentinische Teamspieler hier an den Ball gekommen. Auch Messi heute weit unter den Erwartungen. Zuletzt gab es eine Messi-Show nach der anderen. Und während der Argentinier also nicht zu seiner Form findet, versucht Yaya Touré in die Offensivbemühungen mit einzugreifen. Zuspiel kam von Ibrahimovic, das Ganze etwas zu ungenau. Nächste Szene, wieder Barça. 63. Minute, Iniesta, wieder Touré zur Stelle. Der sonst zur Defensive Mann von der Elfenbeinküste heute richtig offensiv. Hier versucht er es, verfehlt das Tor um einen guten Meter. Aber Barça jetzt deutlich besser in dieser zweiten Spielhälfte. Das belegt auch dieser Kopfball hier von Seydou Keita. Und da hatte Ricardo Lopez erstmals ein wenig Probleme. Ball springt tückisch auf vor dem Routinier Osasunas und Glück in dieser Situation für die Gäste aus Pamplona, dass es beim 0:0 bleibt. Knapp 20 Minuten noch zu spielen. Iniesta, Maxwell, Ibrahimovic, toll gespielt, 1:0 für Barcelona. Es hatte sich abgezeichnet und die Führung ist natürlich hochverdient. Das 14. Saisontor für Zlatan Ibrahimovic in dieser Saison. Klasse gemacht von Maxwell, der hier mit aufrückt, eine ungemein starke Partie spielt und kein Wunder, dass er hier dieses Tor vorbereitet.
Dann wieder Iniesta, Messi, kaum zu sehen, allerdings hier versucht er es auf das Kurzeck. Aus ähnlicher Position hat er gegen den VfB Stuttgart getroffen, hier scheitert er an Aluminium. Die Außenstange rettet für Osasuna und anstatt sich hier aufzubäumen und vielleicht noch einmal zurückzukommen in diese Partie, können sie kaum entgegensetzen gegen dieses Offensivfeuerwerk Barças. Im Gegenteil, die machen das 2:0 in der 88. Minute. Die Entscheidung in dieser Partie, Bojan Krikic mit seinem zweiten Saisontor nach Idealvorarbeit von Iniesta, fast ident das 1:0 und das 2:0 von der Entstehung her. Und Ricardo Lopez natürlich ohne Chance. Somit schlägt Barça Osasuna verdient mit 2:0. Ein hartes Stück Arbeit für den Champions League-Sieger von 2009. Damit übernimmt man vorerst wieder die Tabellenspitze vor Real Madrid.